Hallo, mein Name ist Ben Ouattara und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und mach es einfach. In der heutigen Folge geht es um das Thema, deine Augen sehen nur die Vergangenheit. Was meine ich jetzt wirklich damit? Ich habe eine Folge aufgezeichnet, wo ich darüber geredet habe, dass wenn Leute sagen, ich werde es erst glauben, wenn ich es sehe, sie eigentlich nur auf das reagieren, was es schon gibt. Ja, die sagen, erst wenn es manifestiert ist, erst wenn es das gibt, erst wenn ich einen Beweis sehe, werde ich es glauben. Und Visionäre, Leute, die etwas kreieren wollen, Leute, die etwas schaffen wollen, müssen es erst glauben, bevor sie es sehen. Was meine ich damit? Alles, was du jetzt sehen kannst, mit deinen Augen, mit deinen physischen Augen, das ist ja etwas, was es schon gibt, was schon kreiert wurde, was schon geschaffen wurde, was jemand schon gebaut hat. Ja, dein Handy, was du gerade vor dir siehst, oder den Computer, oder das Auto, in dem du fährst, und wenn du dich umsiehst, das Haus, in dem du bist, alles das, was du sehen kannst, das ist ja schon kreiert worden. Aber bevor es geschaffen wurde, bevor dieses Handy existiert hat, bevor dieser Computer, dieses Haus, dieses Auto existiert hat, war es ein Gedanke. Das heißt, es gab jemanden, der es erst glauben musste und dann in die Umsetzung gegangen ist, es kreiert hat und es dann erst sehen konnte. Man kann sagen, ich sehe es zuerst in meinen Gedanken, aber es ist ja nichts anderes als Glaube. Glaube ist ja nichts anderes an von etwas überzeugt zu sein, was du noch nicht sehen kannst, was es noch nicht gibt. Und so sehr überzeugt davon sein und es so sehr ins Jetzt zu holen, dass dich das emotional nach vorne pusht. Und deswegen ist Visualisation so wichtig. Wenn Leute dir sagen, hör auf zu träumen, sei realistisch, ich glaube es erst, wenn ich es sehe, lass sie in ihrem Glauben, weil das ist auch ein Glaube. Sie sind aber in der Vergangenheit. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Wenn du nämlich die Vergangenheit als Beweis nimmst für das, was möglich ist in der Zukunft, dann limitierst du dich. Du sagst, erst wenn ich es sehe, werde ich es glauben. Dann wirst du nie ein Pionier sein. Es gibt Leute, sie sehen etwas, aber sie glauben es trotzdem nicht, weil sie müssen mehr Beweise sehen. In einer Industrie manchmal, wenn ein Mensch etwas erreicht, naja, das ist Zufall, naja, ich glaube nicht, dass es möglich ist, naja, das ist für den vielleicht, aber naja, du hast sowieso schon Glaubenssätze, dass du denkst, es geht nicht. Das heißt sogar, wenn du glaubst, es geht nicht, wirst du gar nicht sehen, auch wenn es Beweise dafür gibt, dass es geht. Das ist ein anderes Thema, darauf bin ich eingegangen, dieser Bestätigungsfehler, den wir machen, dass unser retikuläres Aktivierungssystem Sachen ausblendet, die nicht mit unserer Realität passen, obwohl sie da sind. Das heißt, wir blenden sowieso Sachen aus, weil wir eh schon etwas glauben. Aber wenn du dich nur fokussierst auf das, was existiert, bist du in Reaktion und nicht in Kreation. Das ist so wichtig zu verstehen. Wenn man sagt, träum nicht, warum nicht? Warum kommen wir auf die Welt als Kinder und haben so eine blühende Fantasie und glauben an alles, weil es unsere Natur ist? Und wir werden konditioniert. Erwachsene sagen uns, ha, sei mal realistisch. Erwachsene sagen uns, das ist langweilig. Ein Kind sieht jedes einzelne, ein Kind guckt in den Himmel und sieht die Sterne und ist fasziniert. Oh, die Sterne, der Mond. Und die Eltern, ja, ja, den Mond habe ich schon 100-mal gesehen. Kinder sehen ein paar Elemente und können daraus etwas Neues kreieren, weil das in uns eingebaut ist. Die Fähigkeit, etwas zu sehen, die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, was es noch nicht gibt. Und wenn du diesen Gedanken lange genug hältst, dann kannst du ihn kreieren. Das ist das, was die meisten Leute immer wieder zurückwirft. Sie machen Affirmationen und sie sagen, ja, ich kann erfolgreich werden, ja, ich kann abnehmen, ja, ich kann die Beziehung meiner Träume haben, ja, ich kann selbstständig sein. Und du machst das in deinem Morgenritual. Aber dann gehst du wieder in deinen Tag. Und dann kriegst du irgendeine Rechnung. Du musst noch deine Kreditkarte abbezahlen. Oder du schuldest noch jemandem Geld. Und jetzt kommt ein Mahnungsbrief vom Inkasso. Und jetzt bist du wieder konfrontiert mit einer Realität und sagst,
Ach, das wird nichts mit dieser finanziellen Freiheit. Ich muss erst noch das und ich muss erst noch das. Und jetzt bist du so in diese Realität, das, was jetzt gerade vor dir ist, das wirkt viel echter als diese Visualisation. Und deswegen denkst du, das ist alles Tagträumerei, das ist alles Bullshit, das funktioniert alles nicht. Du willst abnehmen, aber du hast in der Vergangenheit schon mehrmals versucht abzunehmen und dann bist du zurückgefallen. Und dieses Bild der Vergangenheit, während du jetzt versuchst abzunehmen und eine Woche lang das Richtige tust, das Richtige isst und vernünftig trainierst, was du glaubst, und dann nimmst du nicht wirklich ab, nichts verändert sich. Dann denkst du dir, ach, ich bin immer noch übergewichtig, ach, ich werde das nie schaffen. Und jetzt fokussierst du dich auf das, was jetzt da ist. Du versuchst, Kunden zu bekommen und du weißt, ich werde mit meinem Business nach oben gehen und ich werde Menschen helfen und ich werde 1000 Kunden haben. Und du gehst raus und redest mit 20 Kunden und bekommst 20 Neins. Jetzt siehst du das, was gerade vor dir ist. Du guckst auf dein Konto, das, was deine Augen sehen. Du warst auf 2, 3 Dates und das ist noch nicht die perfekte Beziehung, der perfekte Partner. Du gehst auf die Waage und du siehst immer noch das Übergewicht. Du guckst dir das Ergebnis an von heute und sagst, ach, ich bin einfach nicht gut als Verkäufer oder ich bin nicht gut in dem, ich habe noch nicht das Ergebnis. Und wenn du dann zulässt, dass deine jetzige Realität deinen Zustand beeinflusst, dann trägst du das in deine neue Handlung. Oder Nichthandlung, weil dann hörst du vielleicht sogar auf zu handeln. Und dann gehst du in dieses realistisch. Und jetzt glaubst du das, was du siehst. Das wird deine Realität. Und da leben die meisten Menschen. Die meisten Menschen basieren, wer sie sind, auf die Vergangenheit. Deine Identität ist nichts anderes als die Ansammlung von Erfahrungen und Gedanken, die du von dir selbst hast. Wer bist du? Wer bist du nicht? Was kannst du nicht? Was magst du, was magst du nicht? All das, wenn du morgen dein Gedächtnis verlierst, wer bist du? Aber die meisten Menschen gehen in neue Situationen rein, die genauso sind wie die Situation gestern, haben dieselben Gedanken wie gestern, treffen dieselben Menschen, die sie vorher auch getroffen haben, tun dieselben Sachen, die sie vorher auch getan haben und deswegen kreieren sie eine Zukunft, die genauso ist wie ihre Vergangenheit. Und alles bleibt gleich. Und deswegen denken viele Leute, man kann seinen Charakter nicht ändern, weil die meisten Leute immer gleich sind. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das sind Ausnahmen. Warum? Was machen diese Ausnahmen? Ich habe eine Podcast-Folge aufgezeichnet, wo ich darüber geredet habe, dass du die Ausnahme sein musst und verstehen musst, was die Ausnahmen machen. Wer sind die Leute, die kreieren? Viele Leute konsumieren einfach nur. Du gehst und du kaufst etwas. Aber wer hat das kreiert? Wer hat das erschaffen? Was gibt es noch nicht? Was gibt es noch nicht in deinem Leben? Was musst du kreieren? Was musst du erschaffen? Du kreierst es, aber nicht basierend auf die Realität, nicht basierend auf das, was jetzt da ist. Weil das, was jetzt da ist, ist ja ein Resultat. Man sagt ja, das Wort Erfolg, wenn man das auseinandernimmt, ist es ja, etwas folgt. Ja? Das heißt, du tust etwas, und wenn du es lange genug tust, dann folgt der Erfolg. Es kommt nach, es zieht nach. Das heißt, du tust jetzt etwas und in 6 Monaten hast du ein Ergebnis. Vielleicht früher. Aber sagen wir, du isst jetzt das Richtige, du gehst trainieren und du willst 30 Kilo abnehmen. Okay, dann wirst du in 6 Monaten, in 9 Monaten diesen Körper haben, den du haben willst. Du investierst Arbeit, du investierst Zeit, du investierst Energie in dein Business und in einem Jahr kommt der Erfolg. Es folgt durch deine Handlung. Das heißt, das, was du jetzt tust, bringt ein Ergebnis in der Zukunft. Also ist das, was du jetzt siehst und jetzt hast, ein Ergebnis von den Handlungen oder Nichthandlungen der Vergangenheit. Und das ist das Ding. Das ist wie diese Verzögerung des Lichts. Man sagt dir, dass die Sterne, die im Himmel sind, die meisten dieser Sterne gibt es nicht mehr, weil das Licht so lange braucht, um von dem Ort, sind ja alles Sonnen, ja, das ist eine Sonne, die ein Licht emittiert, ausstrahlt und egal wie schnell das Licht ist, es braucht trotzdem Lichtjahre, man sagt ja auch, das sind Lichtjahre entfernt, bis das hier ankommt und wir es sehen können. Es kann aber sein, dass es diesen Stern, diesen diese Sonne nicht mehr gibt. Aber dadurch, dass dieses Licht so lange braucht, um hier anzukommen, sehen wir es jetzt noch. Das heißt, eigentlich sind die Sterne, die du im Himmel siehst, die Vergangenheit. Die existieren nicht mehr. Und das, was du jetzt siehst und als Realität annimmst, das ist eigentlich auch nur die Vergangenheit.
Das ist ein Resultat aus der Vergangenheit, weil es eine Zeit braucht, bis es sich manifestiert. Das heißt, etwas, was du nicht getan hast oder etwas, was du getan hast, hat jetzt einen Impact. Die Schulden, die du jetzt hast, das Gewicht, das Übergewicht, was du jetzt hast, das ist alles ein Resultat aus deinen vergangenen Handlungen. Und das siehst du jetzt als Realität. Und wenn du das aber als Realität nimmst und dann deinen jetzigen Zustand davon beeinflussen lässt und dann deine jetzigen Handlungen beeinflussen von deinem jetzigen Zustand, dann bleibst du in derselben Energiefrequenz, dann bleibst du in demselben Handeln, bleibst in derselben Identität. Und genau deswegen kreierst du wieder neu diese Zukunft, die aber wieder genauso aussieht wie die Vergangenheit und verstärkst mehr und mehr und mehr deinen Glaubenssatz, dass das normal ist, dass das realistisch ist. So ist das einfach. Und genauso wie es bei dir so ist, ist es bei anderen Menschen auch so. Aber fokussiere dich nicht auf andere Menschen. Versuche nicht, andere Menschen dazu zu bringen, dass sie ihre Realität verändern, nur damit es angenehmer für dich ist. Wenn du etwas siehst in deinem Kopf und es deine Realität ist und andere Menschen um dich herum es nicht sehen, geh nicht in eine Debatte mit denen, geh nicht in einen Konflikt mit denen, dass sie anfangen, deine Visualisation zu sehen. Die meisten Menschen gucken mit ihren Augen und sehen nur das, was jetzt gerade da ist. Und deswegen werden sie dir sagen, das ist nicht realistisch, komm mal wieder auf den Boden. Ich werde es erst glauben, wenn ich es sehe. Hör auf zu träumen. Weil die meisten Leute nicht in der Lage sein werden, das zu tun. Die meisten Menschen verändern nicht ihr Leben. Die meisten Menschen verändern nicht die Welt. Die meisten Menschen kreieren nicht etwas, was es noch nicht gibt. Die meisten Menschen konsumieren. Und wenn du kreierst, musst du vorlaufen, musst du vorgehen. Und es gibt genügend Menschen, die auch Visionäre sind, die dich unterstützen können auf deinem Weg. Suche diese Leute, finde diese Leute. Und wenn es die noch nicht gibt in deinem Leben, visualisiere es, sehe es. Es gibt sie noch nicht in deinem Leben, weil du in der Vergangenheit noch nicht nach denen gesucht hast und noch nicht nach draußen gegangen bist. Du hast jetzt noch keine Kunden, weil du noch nicht die ganzen Handlungen durchgezogen hast, die du brauchst, um diese Kunden zu bekommen. Du hast jetzt noch nicht dein Idealgewicht, weil du noch nicht die Handlungen vollzogen hast, um dein Idealgewicht zu bekommen. Deine Beziehung, egal was der Zustand ist, den du haben willst, du musst ihn sehen vor deinem inneren Auge. Also in anderen Worten, glauben, weil du etwas siehst, was es noch nicht wirklich gibt, wofür es noch keinen Beweis gibt, bevor du es in der manifestierten, physischen Welt sehen kannst. Es ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir es auch konstant halten. Nicht nur, wenn wir morgens visualisieren und unsere Augen schließen und dann gehen wir in unsere Realität wieder zurück und dann, das ist der Grund, warum die meisten Leute zurückfallen. Das ist wie jemand, der meditiert und sagt, ich bin voll ausgelassen und ausgeglichen und eine Stunde später bist du im Stau und regst dich wieder auf und hupst und schreist die Leute an. Diese Meditation bringt dir dann nur was in diesem Moment, aber du kannst es nicht übertragen, dass du wieder gelassen bist und im Jetzt bist. In den Momenten, wo deine Außenwelt dich triggert, dann reagierst du wieder auf die Impulse. Und genauso ist es auch, wenn du an eine Zukunft glaubst, die du jetzt erschaffen musst. Aber plötzlich siehst du Situationen in deinem Umfeld, die dich erinnern an deine alte Vergangenheit. Das ist die Vergangenheit, die du gerade siehst. Aber wenn du es zulässt, dass es dich triggert und du darauf reagierst und es deinen emotionalen Zustand beeinflusst, dann kommst du wieder runter. Und dann hast du das Gefühl, ach Mann, wie mache ich was vor? Es wird doch eh nicht klappen. Ich glaube, dieses ganze Visualisieren und so und The Secret, es wird nicht einfach manifestiert, einfach weil du daran glaubst, sondern weil du handelst, weil du in Einklang gehst damit, weil du es ausstrahlst, weil du, wenn du mit Menschen redest, schon aus diesem Zustand der Zukunft redest. Obwohl du noch nicht da bist, kannst du trotzdem mit dieser Präsenz da reingehen. Manche Leute sagen, fake it till you make it. Du fakest es dir selbst. Ist okay. Du fakest es aber auch, wenn du das Negative siehst, weil du nimmst die Vergangenheit. Das ist auch fake, das ist auch nicht real. Es kommt dir nur real vor, weil du es jetzt mit deinen 5 Sinne wahrnehmen kannst. Du kannst es riechen, sehen, fühlen, schmecken und du denkst, es ist echt. Es ist ein Produkt der Vergangenheit. Und das Produkt des Jetzt wird die Zukunft sein. Also wer bist du im Jetzt? Siehst du deine Vergangenheit oder siehst du deine Zukunft? Sehr, sehr wichtig. Und wenn du möchtest, dass ich dir helfe dabei, für dich diesen konstanten Zustand zu kreieren, dass du wirklich in deine zukünftige Version reinsteigst, weil du das brauchst von Tag zu Tag, wenn du dein Ziel verfolgst,
dann kontaktiere mich und wir werden einen Power Call haben. Das ist ein kostenloser Call, den ich anbiete, damit ich mit dir nochmal auf deine spezifische Situation eingehen kann. Weil jetzt nehme ich allgemeine Beispiele. Aber in dem Power Call gehen wir auf deine Situation ein. Ich habe einen Link in den Shownotes, wo du draufklicken kannst und da kannst du dich eintragen, das dauert 1 bis 2 Minuten. Ich brauche ein paar Informationen über dich, einfach, dass ich etwas besser verstehe, wo du gerade stehst, was für eine Herausforderung du hast, ob ich dir überhaupt helfen kann. Wenn es etwas ist, was mit Mindset und mit Glaubenssätzen und mit deinem Ziel erreichen zu tun hat, kann ich dir definitiv helfen. Aber es ist einfach wichtig, dass ich ein bisschen mehr Background habe, dass wir auch Zeit sparen und ich mich darauf vorbereiten kann. Deswegen nimm dir diese Zeit, trag dich da ein. Es ist wie gesagt ein kostenloser Call, den ich anbiete. Und ich freue mich, von dir zu hören. Und sei dir wirklich bewusst, dass deine Augen nur die Vergangenheit wahrnehmen und dein inneres Auge die Zukunft sieht. Und erst dann kannst du dauerhaft nach vorne gehen und machen, bis du es irgendwann siehst. Also musst du es erst glauben, bevor du es siehst. Und lass die anderen sagen, ich werde es erst glauben, wenn ich es sehe. Sie werden es erst glauben, wenn du es manifestiert hast. Und es ist völlig okay. Aber du musst es erst glauben, bevor du es sehen kannst. Also mach es einfach und mach es einfach. So, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich inspiriert, motiviert und wahrscheinlich hast du hier und da einige Gemeinsamkeiten gesehen, die du in deinem Leben, in deinen Herausforderungen, auf deiner Journey auch hast. Denn am Ende des Tages ist es so, wir haben vielleicht verschiedene Ziele, verschiedene Businessmodelle und verschiedene Herausforderungen. Aber die übergeordneten Prinzipien, die uns als Menschen nach vorne bringen, unsere Emotionen, unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze, wie wir ins Machen kommen, sind sehr ähnlich. Und ich helfe Menschen dabei, das volle Potenzial aus sich rauszulassen, indem sie diese Blockaden wegnehmen. Und dann entstehen Transformationen, die sehr oft sehr schnell schon sind. Und wenn du möchtest, dass ich dir dabei helfe, du aber noch nicht 100% sicher bist, ob ich der Richtige bin für dich, ob ich dir bei deiner Herausforderung helfen kann oder wenn du noch einige Fragen hast, dann trag dich hier unten ein, in dem Link, also klick auf den Link hier unten und trag dich ein für einen kostenlosen Power Call. Der Power Call ist ein Gespräch, wo ich mit dir one-on-one reingehe und wir erstmal ein Assessment machen. Ich wirklich gucke, okay, wo stehst du gerade, was ist deine Limitierung, was ist deine Herausforderung und wie können wir diese Lücke verkürzen, indem wir jetzt ins Machen kommen. Und der Call ist völlig kostenlos für dich, dass du erstmal die Gelegenheit bekommst, wirklich in ein Gespräch mit mir zu kommen, um zu sehen, ob die Methode, die ich habe und das, was ich dir vorschlage, auch das Richtige für dich ist und auch für mich, um zu sehen, was du wirklich für Herausforderungen gerade hast und wie ich dir da helfen kann. Und dann am Ende werden wir entscheiden, ob wir dann gemeinsam diese Journey gehen, ob du für dich selbst das weitermachst und deswegen biete ich das an. Es ist völlig kostenlos. Also klick hier auf den Link in der Beschreibung und beantworte einige Fragen einfach, dass ich ein bisschen besser verstehe, wo du bist, wo du stehst, was dein Ziel ist und dann kann ich mich auch gut vorbereiten auf diesen Call und danach kriegst du einen Kalendereintrag, wo du einfach dir ein Datum aussuchen kannst und eine Uhrzeit, wo wir dann in ein Gespräch kommen. Bitte sei vorbereitet darauf und vergiss den Termin auch nicht, denn ich habe viele Leute, die sich anmelden. Wenn man einmal einen Termin verpasst, kriegt man keine zweite Chance, weil es einfach den Platz für andere Leute wegnimmt und ich respektiere meine Zeit, ich respektiere deine Zeit. Also lass uns gegenseitig unsere Zeit respektieren und ich freue mich schon sehr bald, dich in einem Power Call begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, vergiss nicht, Wissen ist nicht machen, nur machen ist machen. Also mach es einfach. We'll be right back.